Zu letzten Meldungen der Tagesschau schalten wir um nach Hamburg. Zum Programmschluss die Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAO soll den Abschuss der südkoreanischen Passagiermaschine durch sowjetische Abfangjäger am 1. September untersuchen. Wie soeben die französische Nachrichtenagentur AFP aus der kanadischen Stadt Montreal meldet, ist eine entsprechende Entschließung auf der Dringlichkeitssitzung des UN-Gremiums von der Mehrheit der Mitgliedsländer angenommen worden. Für die Resolution, die Kanada vorgelegt hatte, stimmten 26 Staaten. Die Sowjetunion und die Tschechoslowakei votierten als einzige dagegen. Indien, Algerien und China enthielten sich. Der amerikanische Präsident Reagan lehnt es ab, den für Ende des Jahres vorgesehenen Termin für eine Stationierung neuer Mittelstreckenwaffen in Europa zu verschieben. In einem Antwortschreiben an den früheren österreichischen Bundeskanzler Kreisky erklärte Reagan, eine solche Verschiebung würde zu endlosen Verhandlungen führen. Zudem würde Moskau dann glauben, dass die NATO bei ihren Entscheidungen schwanke. In seinem Brief erinnerte Reagan ferner daran, dass ohnehin in diesem Jahr nur einige wenige Mittelstreckenwaffen aufgestellt werden könnten. Bei weiteren und dann erfolgreichen Verhandlungen könne, so Reagan wörtlich, jede stationierte Rakete auch wieder zurückgezogen werden. Auch die Bundesregierung hat in einer Parlamentsdebatte über die Sicherheitspolitik noch einmal ihre Entschlossenheit betont, bei einem Fehlschlag der jetzigen Verhandlungsrunde in Genf am Fahrplan der Nachrüstung festzuhalten. Außerdem wolle man auch nach einer Aufstellung neuer Mittelstreckenwaffen eine Fortsetzung der Abrüstungsverhandlungen. Demgegenüber befürchtet die SPD einen Scherbenhaufen und einen Abbruch der Gespräche, wenn nachgerüstet werde. Deshalb sollte der Beginn für die Stationierung neuer US-Raketen verschoben werden, wenn sich die Supermächte in diesem Jahr noch nicht einigen könnten. Der regierende Bürgermeister von Berlin, von Weizsäcker, hat nach Angaben der Bundesregierung bei seinem Gespräch mit DDR-Staats- und Parteichef Honecker die erwarteten Signale zur schrittweisen Verbesserung der innerdeutschen Beziehungen erhalten. Honecker habe aber ausdrücklich darum gebeten, Einzelheiten nicht in der Öffentlichkeit bekannt zu geben. Hintergrund für diese Bitte sei, dass der Entscheidungsprozess in Ost-Berlin noch nicht abgeschlossen sei. Und hier noch ein kurzer Überblick über weitere Meldungen des vergangenen Tages. Die nur 5 einsatzbereiten Maschinen der libanesischen Luftwaffe flogen in den Schufbergen östlich von Beirut den ersten Kampfeinsatz seit 10 Jahren. Eine der Maschinen wurde abgeschossen, 2 landeten beschädigt. Der Führer der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung Jackson besuchte im Rahmen seiner Europareise die Mauer in Berlin. Jackson, der möglicherweise bei den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr antreten will, hält sich seit Mittwoch in der Bundesrepublik auf. Der Vorsitzende des CDU-Landesverbandes Rheinland, Worms, wurde auf dem Landesparteitag in Köln mit einem Stimmenanteil von 88,6% in seinem Amt bestätigt. Der FDP, die nicht mehr im Düsseldorfer Landtag vertreten ist, machte er für den Fall eines Wiedereinzuges bei der Landtagswahl 1985 ein Koalitionsangebot. Das Frankfurter Landgericht erklärte die Wahl des Bundesvorstandes der IG Bausteine Erden vom Oktober vergangenen Jahres für nichtig. Gewerkschaftschef Karl kündigte Berufung beim Oberlandesgericht an. Das Bundesarbeitsgericht in Kassel hat einem Arbeiter, der zum 2. Mal beim Fußballspielen verletzt worden war, den Anspruch auf Lohnfortzahlung abgesprochen. In anderslautenden Urteilen der Vorinstanzen war der Arbeitgeber verpflichtet worden, den Lohn für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit weiterzuzahlen. In einem vorgezogenen Spiel der Fußball-Bundesliga schlug der 1. FC Nürnberg Eintracht Braunschweig mit 4:2 Toren. Die Wettervorhersage für Samstag, den 17. September. Wechselnd wolkig mit einzelnen Schauern. Im Nordwesten später zunehmende Aufheiterungen und trocken. Im Süden von Westen her Bewölkungszunahme und nachfolgend zeitweise Regen. Tiefstemperaturen um 10 Höchstwerte 14 bis 18 Grad. Mäßiger, zeitweise böig auffrischender Wind aus Südwest bis West. Das, meine Damen und Herren, waren die letzten Meldungen. Das Programm des Deutschen Fernsehens ist damit für heute beendet. Die Zeit ist jetzt 0 Uhr und 14 Minuten, 14 Minuten nach Mitternacht.
Hinweise auf Sendungen, die Sie am Sonnabend, den 17. September sehen können, geben wir noch auf den nachfolgenden Schrifttafeln. Und damit gute Nacht. Mm-hmm.